Es ist 9.18 Uhr, wir gehen in den Keller, wo sich die Tür gerade von allein geöffnet hat. Gib uns ein Zeichen, dass du mit uns kommunizieren willst. Nichts. Was seid ihr beide? Man nennt uns Geisterjäger, Erforscher des Paranormalen. Uns ist es aber am liebsten, man nennt uns einfach Ed und Lorraine Warren. Hier ist jemand, der Sie gern sprechen möchte. In meinem Haus geschehen furchtbare Dinge. Heute ist der 1. November 1971. Ich sitze hier mit Carolyn Perrin, die zusammen mit ihrer Familie übernatürliche Ereignisse erlebt hat. Empfängst du hier irgendwas, Schatz? Etwas Furchtbares ist hier geschehen, Ed. Was denn? Alles, was Lorraine sieht, spürt, anfasst, hinterlässt Spuren bei ihr. Ein kleines bisschen jedes Mal. Sie haben viele Geister hier. Aber einer beunruhigt mich besonders, weil er so voller Hass ist. Weg. Es würde nichts bringen. Das Ding hat sich an ihre Familie geheftet. Vater, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ich komme mit. Nein, ich darf dich nicht verlieren. Da ist eine Frau in einem schmutzigen Nachthemd. Ich sehe sie in meinen Träumen. Sie steht vor Mamas Bett. Willst du ihn sehen? Ja. Wenn die Musik aufhört, siehst du ihn im Spiegel hinter dir.